Here we go again, my friends, here we go again. Komisch, dass die Musik noch an. Egal. Ich habe hier wirklich nur so ein ganz kleines Bild zur Verfügung, also wirklich muss ich das im Fenstermodus spielen. So einen hätte ich gerne für meinen Balkon. Ob ich wohl einen Balkon hatte? Ich kann mich an nichts erinnern. Meine großzügigen Gastgeber haben mir immerhin einen ganzen Stuhl überantwortet. Ja, ich kann es im Vollbild nur so spielen. Das Problem ist aber, durch das ich auf zwei Bildschirmen halt laufen habe, dass alles in einer Auflösung dargestellt wird, wo ich dann praktisch nur die Stream-Vorschau habe. Ich kann dann weder Chat lesen noch irgendwas anderes, weil es halt in so einer extrem bescheidenen Auflösung halt nur wiedergegeben kann im Vollbild. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, hier Fenstermodus zu spielen. Also hatte wirklich nur so einen kleinen Ausschnitt. Ja, und versuche mich darauf klar irgendwie zu machen. So. Das ist mein alter Kumpel Harvey. Die ist verschlossen. Was hast du erwartet? Nicht schlecht, so ein Sofabezug an der Wand. So, jetzt muss ich mich erstmal zurechtfinden. Ich habe null Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß irgendwo von Gronki, ich musste irgendwas machen. Ich weiß aber nicht mehr genau, was. Hallo Tür, wie geht es dir heute? Bestens. Ich empfinde eine perfide Freude daran, dir den Weg zu versperren. Ich hasse dich, Tür. Auch nicht schlecht. Stehen bleiben, Tisch. Brav. So. Du bist ein fauler Nichtsnutz, Stuhl. Ich habe auch Stuhl. Bist du eines von diesen Schallschluckpolstern? Ich nehme das als Ja. Ich komme nicht mit den Fingern in die Ritzen. So, gucken wir mal hier. Eine Tür kann man zwar immer gebrauchen, aber diese hier kann ich einfach nicht ausstehen. Nicht ohne meinen Feng Shui-Berater gefragt zu haben. Gitter. Hallo? Hallo? Hört mich wer? Was willst du? Ich will hier raus. Vergiss es. Wie redet der denn mit uns? Aber so einfach lassen wir uns nicht abspeisen, stimmt's? Hey! Hallo! Mach nicht so einen Lärm da drin! Was willst du? Warum kann ich mich an nichts erinnern? Das werde ich bestimmt nicht noch einmal erklären. Nur damit du es nach der nächsten Behandlung wieder vergisst. Lass mich raus! Das ist ein Notfall! Oh, wirklich? Wenn du mich nicht rauslässt, ich habe Durchfall, dann habt ihr gleich keine weiße Zelle mehr. Entschuldigung. Ich muss nachsehen, wie das Wetter wird. Oh, ich habe mich geirrt. Docken. Mir ist ein wenig schwindelig. Tja, das kommt bestimmt von der schlechten Luft da drin. Ich könnte jetzt natürlich aufstehen, zum Schalter der Klimaanlage laufen und für ein wenig Frischluft in deiner Miefbude sorgen. Vielleicht bleibe ich aber auch einfach hier sitzen. Ich muss mal. Ah, der gute alte Ich muss mal auf die Toilette-Trick. Ein Klassiker. Denkst du ernsthaft, man wird Wächter in einer Irrenanstalt?
Wenn man auf die einfachsten Tricks reinfällt? Ja, natürlich. Und was ist, wenn ich wirklich auf die Toilette muss? Ja, sehr gut. Ich muss jetzt wirklich ernsthaft dringend auf Toilette. Nicht mit mir, Schätzchen. Ich muss jetzt wirklich ernsthaft dringend auf Toilette. Nicht mit mir, Schätzchen. Okay, der ist abgedroschen. Es ist viel zu heiß hier drin. Du hältst das schon aus. Bitte was? Ich habe Hunger. Essen gibt's um 6. Schade, dass du wieder nur Wasser und Brot bekommen wirst. Heute ist nämlich Wünsch dir was Tag in der Kantine, weißt du? Moin, Außer, grüß dich. Fröhliche Weihnachten auch dir. Ich muss nachsehen, wie das Wetter wird. Nun, die frühe Herbstsonne steht heute tief an einem orangefarbenen Himmel. Die Luft ist so klar, dass sich das Licht in der Ferne funkelnd an den Bergen bricht. So um die 18 Grad Celsius. Es ist ein richtig schöner Tag da draußen. Aber du wirst ihn nicht zu Gesicht bekommen. Ja, ich werde nicht vor Gesicht bekommen. Oh, ich habe mich geirrt. Doch kein Notfall. Umso besser. Noch was? Mir ist aufgefallen, wie gekonnt du diese Tür bewachst. Das ist dir wirklich aufgefallen, nicht wahr? Dann hast du bestimmt auch bemerkt, dass ich meine ganz eigene Technik habe. Die habe ich auf dem letzten Turnier entwickelt. Yep. Alter Vater, ey. Oha. Dann bist du sicher ein berühmter Sportler. Spielst du in einer Mannschaft oder so? Oh. Nun, ich spiele Golf. Minigolf. Minigolf. Yep. Sehr nice. Und den Schläger hat Mami die gekauft. Oh, naja. Scheiße, was nehmen wir denn hier? Minigolf. Mir wird ganz duselig. Und du hast allen Grund dazu, Schätzchen. Weißt du was? Ich stell dir die Klimaanlage an, dann kannst du dich ein wenig abkühlen. Aha. Jo, muss, man haut sich durch, außer man haut sich durch. Und selbst, alles gut? Hey! Hallo! Na, Süße, was gibt's diesmal? Wer bin ich? Der mit Abstand nervigste Patient, den ich je bewachen musste. Patient? Bin ich denn krank? Ich fühle mich nicht krank. Hör mal, Süße. Du bist in einem Raum mit gepolsterten Wänden. Beantworte dir die Frage einfach selbst. Oh Gott. Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Wer will das nicht? Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Yep. Du könntest mich ja rauslassen und mir was vorgolfen. Du weißt ganz genau, dass Dr. Marcel verboten hat, Patienten aus der Zelle zu lassen. Wenn du mich nur nerven willst, komme ich gleich rein und spiele mit dir Minigolf. Und den Schläger hat Mami dir gekauft? Ha! Glaubst du etwa, einen Stiesel und Sohn bekommt man einfach so im Laden? Natürlich. Woher hast du ihn dann? Hast du ihn gestohlen? Das finde ich wahnsinnig spannend. Unverschämtheit. Ich habe noch nie gestohlen. Oh Gott, ey, was für Antworten. Woher hast du ihn dann? Hast du ihn vom Sperrmüll? Da findet man die tollsten Sachen. Unverschämtheit. So etwas Edles wie ein Stiesel und Sohn schmeißt auch niemand weg. Woher hast du ihn dann? Hast du ihn dir aus einem Walkiefer geschnitzt? Ha! Der Wal muss erst noch geboren werden, dessen Kiefer mit der Wucht eines echten Stiesel und Sohn mithalten kann. Jawohl. Ich geb's auf.
Woher hast du ihn? Den hat mir mein Vater gemacht. Gotthold Franz von Stiesel Senior. Echt? An seinem Sterbebett übergab er mir aus klapprigen Händen sein Stiesel und Sohn Titanium Siebener Eisen. Sein Glücksschläger. Er sagte mir, ich solle damit spielen, wie er mich zu spielen gelehrt hatte. Papas Liebling, hm? Mein Vater war ein großer Mann. Und ein großer Minigolfer, da bin ich sicher. Yep. Yep. Klingt irgendwie nach einer Vater-Sohn-Kiste. Von einer Kiste weiß ich nichts. Mein Vater brauchte keine Kiste. Er war auch so groß genug. In manchen Nächten habe ich mich allerdings tatsächlich auf eine Kiste gestellt. Nur um zu sehen, wie es sich anfühlt, so groß zu sein wie mein Vater. Sprichst du von so einer Kiste? Tja. Nein. Aber danke, dass du mich mit diesem zusätzlichen Wissen belastet hast. Ob mein Vater wohl auch Minigolfer war? Was sagst du da, Schätzchen? Dein Vater war so einiges, aber bestimmt kein Minigolfer. Boah, hat er eine dreckige Lache. Was weißt du über ihn? Einige Dinge sollten lieber in Vergessenheit bleiben. Oh Mann, ihr Vater und Minigolfer, du kriegst die Tür nicht zu. Genug gelacht. War es das jetzt oder willst du noch oh mein was wissen? Gott, ey. Warum nimmst du nicht Papis Schläger und schlägst ihn dir über den Kopf? So etwas Gemeines. Mein armer Vater. Na warte. Mal gucken, ob du immer noch lachst, wenn ich dir die Klimaanlage wieder ausstelle. Oh Mann, ey. Hey? Hallo? Was willst du denn jetzt schon wieder? Ich will dir auf den Sack gehen, ich will hier raus. Ich bin nicht verrückt. Stimmt's nicht, Harvey? Genau, sie ist nicht verrückt. Hörst du? Harvey stimmt mir zu. Ihr seid schon ein ulkiges Paar. Ihr zwei. Wo bin ich hier? Schätzchen, wenn ich jedem Irren das beantworten würde, könnte ich nicht einmal mehr zum Klo gehen. Jetzt lacht der nur noch, ey. Hör zu, Süße. Ich werde nicht fürs Reden bezahlt. Ist noch was? Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Wer will das nicht? Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Ja, das hatten wir ja schon. Yep. Okay. Hast du dir die Stelle gemerkt, wo die Klima ist? Stelle gemerkt, wie die Klima ist? Der hat die nur angemacht, aber hier war ja nichts wirklich mit der Klimaanlage. Können wir über was anderes reden? Ungern. Aber wenn's denn sein muss, schieß los. Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Wer will das nicht? Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Yep. Minigolf. Ich habe einen Gegenstand im Inventar. Duselig. Und du hast allen Grund dazu, Schätzchen. Weißt du was? Ich stell dir die Klimaanlage an. Dann kannst du dich ein wenig abkühlen. Na, jetzt habe ich die Klimaanlage angemacht. Aber wo ist denn hier die Klimaanlage vom Gedönse? Eine sehr gute Frage, wa? Hm.
Das ist jetzt die Frage, Frage, Frage. Okay, das war auf jeden Fall die Stelle mit der Klimaanlage. Das war schon richtig. Jetzt müsste ich praktisch gucken. Ich habe das Thema wieder gewechselt, wollte noch mehr über Minigolf wissen. So, dann hat er die Klimaanlage wieder angemacht, weil ich gesagt habe, mir wird ganz duselig. Okay. Irgendwo eine Stelle mit einer Klimaanlage. Hier ist das Gitter, hier ist die Türe. Da ist auch die Türe, da ist der Stuhl. Hier ist der Tisch. Hey! Hallo! Na Süße, was gibt's diesmal? Tatsache, jetzt wo du es sagst, außer der linke Fuß hat gar keine Zehen. Das ist so ein komischer Klump. Oh Gott. Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Wer will das nicht? Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Yep. Hat es hier gerade geklingelt? Hier war gerade voll das komische Geräusch. Bild absuchen. Was meinst du, das Bild? Das hier oben? Huhu und herzlich willkommen zu den Audiokommentaren von Edna bricht aus. Mein Name ist Jamila Michaelis. Ihr dürft mich auch ruhig Poki nennen. So stehe ich zumindest auch in den Credits. Ja, wir starten das Spiel. Und zwar in dieser Gummizelle, in der ihr euch gerade befindet. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß, denn ihr werdet euch für die nächsten 30, 40 Minuten hier in dieser Zelle aufhalten. Das ist eine Game-Design-Entscheidung gewesen, die gleich zu Beginn des Spiels schon ziemlich fragwürdig zumindest war. Ich glaube, mein aktueller Head of Game Design, der Bade, mit dem ich sehr stark zusammenarbeite für aktuellere Titel, würde mich für diesen Geniestreich erwürgen. Denn gleich zu Beginn des Spiels hat man eigentlich keine sichtbaren Erfolge und Fortschritte. Also viel Spaß jetzt beim Spielen. Sucht euch vielleicht schon mal ein Walkthrough aus dem Internet. Die Idee, die dahinter steckte, war natürlich, dass man sich genauso gefangen fühlen sollte wie Edna. Ich glaube, das funktioniert auch einigermaßen. Ist schwierig zu beurteilen, aber ich dachte eigentlich, der Spieler weiß ja, dass man wahrscheinlich aus dieser Zelle irgendwie raus kann und dass das Spiel außerhalb dieser Zelle noch weitergeht und dass es da noch viele Sachen zu erkunden gibt. Und ja, entsprechend viel Spaß beim Rausrätseln. Was will er mit mir jetzt damit sagen, dass ich praktisch hier 40 Minuten drinnen bleiben muss, oder wie? Erzähl mir mehr über deinen Vater. Ah, mein Vater. Gotthold Franz von Stiesel Senior. Jep, jep, jep. Ein großer Mann. Dein Vater interessiert mich eigentlich nicht die Bohne. Hey, ein bisschen mehr Respekt. Ich kann wirklich giftig werden, wenn jemand schlecht von meinem Vater redet. Er hat mir alles beigebracht, was ich über Minigolf weiß. Entschuldigst du mich bitte? Mein Hase möchte mir etwas sagen. Was? Ich wollte dir nichts sagen. Psst, spiel einfach mit. Der Typ ist todlangweilig. Ja, immer noch verrückt. So, jetzt suchen wir mal das Bild ab. Tisch, Tisch, Polster,
Alles Polster. Da oben ist Licht. Auch wieder Polster.